Die Kriegstechnologie verändert sich weltweit rasant. Unbemannte Bodenfahrzeuge, die menschliche Verluste minimieren und die operationellen Fähigkeiten steigern, formen die Schlachtfelder der Zukunft. Doch was macht die Türkei in diesem Bereich? Giganten der Verteidigungsindustrie wie Azesan, Hafelsan, SDM und Roketsan entwickeln hochmoderne unbemannte Bodenfahrzeuge, die in einer Vielzahl von Bereichen eingesetzt werden können, vom Grenzschutz über den Kampf gegen den Terrorismus bis hin zur Rettung von Leben bei Naturkatastrophen. In diesem Video entdecken wir, wie diese intelligenten Fahrzeuge, entwickelt von türkischen Ingenieuren, weltweit einen Unterschied machen und was uns in der Zukunft erwartet. Sind Sie bereit? Denn jetzt tauchen wir in die Welt der unbemannten Krieger der Türkei ein. 1. Alpar Otokar. Das unbemannte Bodenfahrzeug Alpar ist eine der neuesten Lösungen der Türkei im Bereich unbemannter Bodenfahrzeuge, UGV, und wurde speziell für militärische Operationen entwickelt, um verschiedene Aufgaben zu erfüllen. Es übernimmt die Aufgabe der Aufklärung und Informationssammlung in feindlichen Gebieten oder entlang der Grenzlinien. Es ist mit hochauflösenden Kamerasystemen, Wärmebildtechnik und Nachtsichttechnologie ausgestattet. Dank seiner leisen Bewegungsfähigkeit kann es sich unbemerkt an feindliche Einheiten heranschleichen. Für die Grenzsicherung verfügt Alpar über die Kapazität, lange Patrouillen durchzuführen, um Schmuggel, Menschenhandel und Eindringversuche zu erkennen. Es kann ferngesteuert werden. In schwierigem Gelände führt es logistische Unterstützungsaufgaben wie den Transport von Munition, Vorräten und medizinischem Material durch. Es verfügt über einen leistungsstarken Motor und ein robustes Fahrgestell, das schwere Lasten tragen kann. Dadurch entlastet es das Personal bei logistischen Aufgaben. Zur Erkennung und Neutralisierung von Minen, Sprengstoffen oder feindlichen Bedrohungen ist Alpar mit Sprengstoffbeseitigungsgeräten, Sensoren und Manipulatorarmen ausgestattet. Dank künstlicher Intelligenz bietet es Bedrohungserkennung und schnelle Entscheidungsmechanismen, die Sicherheit gewährleisten. Für direkte bewaffnete Interventionen gegen feindliche Einheiten kann Alpar mit einer 7,62 mm Maschinengewehr, Raketensystemen oder Granatwerfern ausgestattet werden. Es kann von einem sicheren Abstand aus ferngesteuert werden, um effektive Angriffe auf das Ziel durchzuführen. 2. Gölge Süvari FNSS. Das von der Türkei entwickelte unbemannte Bodenfahrzeug Gölge Süvari ist ein modernes und hochentwickeltes Fahrzeug, das speziell für Aufgaben wie Grenzsicherung, Aufklärung, logistische Unterstützung und bewaffnete Interventionen konzipiert wurde. Die Aufgaben und Eigenschaften von Gölge Süvari lassen sich wie folgt detailliert beschreiben. Für bewaffnete Interventionen verfügt Gölge Süvari über eine modulare Struktur. Es können Waffensysteme wie 7,62 mm Maschinengewehre, Granatwerfer oder Panzerabwehrraketen integriert werden. Es kann aus sicherer Entfernung ferngesteuert oder halbautonom Ziele erkennen und eingreifen. Diese Eigenschaften machen es zu einem effektiven Werkzeug im Kampf gegen den Terrorismus. Dank Schwarmintelligenztechnologie kann Gölge Süvari mit anderen unbemannten Bodenfahrzeugen oder unbemannten Luftfahrzeugen, UAV, koordiniert zusammenarbeiten. Gölge Süvari ist mit künstlicher Intelligenz ausgestattet, die autonome und halbautonome Modi unterstützt. Es kann sowohl ferngesteuert als auch unabhängig auf festgelegten Routen patrouillieren. Dank seines hybriden Energiesystems kann es bei lang andauernden Operationen eingesetzt werden. 3. Azman Azesan. Azman ist ein vielseitiges unbemanntes Bodenfahrzeug, das von der Türkei für militärische Operationen und Sicherheitsaufgaben entwickelt wurde. Azman, das sowohl für Aufklärungs- als auch für taktische Operationen konzipiert ist, bietet in schwierigem Gelände und bei komplexen Missionen hohe Leistung. Dank seiner modularen Struktur kann Azman mit verschiedenen Waffensystemen ausgestattet werden. Es können Ausrüstungen wie eine 7,62 mm Maschinengewehr, Raketensysteme oder Granatwerfer integriert werden. Mit seinem Fernsteuerungssystem kann es aus sicherer Entfernung kontrolliert oder halbautonom eingesetzt werden, um auf Ziele zu reagieren. Azman verfügt über eine Kommunikationsinfrastruktur, die gegen elektronische Störungen resistent ist. Darüber hinaus kann es bei Bedarf als Mobile-Plattform eingesetzt werden, um in Gebieten mit unterbrochener Kommunikation Unterstützung zu leisten. 4. Kaplan FNSS. Kaplan ist mit fortschrittlichen optischen und thermischen Bildgebungssystemen ausgestattet.
Mit diesen Eigenschaften kann es in feindlichen Gebieten Aufklärung und Überwachung durchführen und dabei wertvolle Informationen sammeln. Es überträgt in Echtzeit Daten an die Kommandozentrale, um Informationen über die Umgebung bereitzustellen. Dank seiner leisen Bewegungsfähigkeit und geringen thermischen Signatur kann Kaplan unbemerkt an feindliche Linien herankommen. Durch sein modulares Design kann es mit verschiedenen Waffensystemen ausgestattet werden. Zu den integrierbaren Ausrüstungen gehören eine 7,62mm Maschinengewehr, Raketenwerfer oder Granatwerfer, mit denen es effektiv gegen feindliche Einheiten vorgehen kann. Es kann per Fernsteuerung kontrolliert werden oder im autonomen Modus gezielte bewaffnete Operationen durchführen. Kaplan ist mit speziellen Sensoren und Scannern zur Erkennung von Minen und improvisierten Sprengsätzen, IED, ausgestattet. Mit Manipulatorarmen kann es erkannte Sprengstoffe entschärfen. Diese Fähigkeit gewährleistet insbesondere in minenverseuchten Gebieten einen sicheren Durchgang. 5. Sabot Azesan. Sabot ist äußerst effektiv bei Aufklärungs- und Geheimdienstmissionen. Es wurde speziell für die Grenzsicherung und Patrouillen entwickelt. Dank seiner autonomen Bewegungsfähigkeit kann Sabot kontinuierlich auf festgelegten Routen patrouillieren. Sabot ist ein unbemanntes Bodenfahrzeug, das mit Waffensystemen ausgestattet werden kann. Maschinengewehre, Raketenwerfer und andere Waffensysteme können integriert werden, um Sabot in die Lage zu versetzen, effektiv gegen feindliche Einheiten vorzugehen. Sabot kann auch in Kriegsgebieten oder Minenfeldern zur Erkennung und Entschärfung von Minen eingesetzt werden. Mit seinen Minenerkennungssensoren und Systemen zur Erkennung von Sprengstoffen kann Sabot sichere Wege durch gefährliche Gebiete schaffen. Sabot hat die Fähigkeit, koordinierte Operationen mit anderen unbemannten Bodenfahrzeugen durchzuführen. Mehrere Sabot-Einheiten können mit Schwarmintelligenz gemeinsam an Missionen arbeiten und effektivere Ergebnisse erzielen. 6. Barkan Hafelsan. Barkan ist mit hochauflösenden Kameras sowie thermischen und Nachtsichtsystemen ausgestattet. Mit diesen Eigenschaften kann es in feindlichen Gebieten Aufklärungs- und Überwachungsmissionen durchführen und dabei Informationen sammeln. Dank seiner fortschrittlichen Sensoren kann Barkan unabhängig von Tag- oder Nacht-Umweltanalysen durchführen und diese Daten in Echtzeit an die Kommandozentrale übermitteln, um eine bessere situative Wahrnehmung zu ermöglichen. Dank seines modularen Designs kann Barkan mit verschiedenen Waffensystemen ausgestattet werden. Mit einem 7,62mm Maschinengewehr, Raketenwerfer oder schwereren Waffen kann es effektiv gegen feindliche Einheiten vorgehen. Barkan kann per Fernsteuerung kontrolliert werden und auch autonom Angriffe auf Ziele ausführen. Diese Eigenschaft macht es zu einem wichtigen Instrument für die Sicherung von Konfliktgebieten und die Durchführung von Antiterroroperationen. Barkan eignet sich auch als Plattform für elektronische Kriegsführung. Mit seiner leistungsstarken Kommunikationsinfrastruktur und Störsystemen kann es eingesetzt werden, um die Kommunikationslinien des Feindes zu unterbrechen oder zu stören. 7. Saab Azesan. Saab wird zur Erkennung feindlicher Einheiten, zur Überwachung von Bewegungen in der Umgebung und zur Sammlung detaillierter Informationen eingesetzt. Die gesammelten Daten werden in Echtzeit an das Hauptquartier übermittelt, um strategische Entscheidungen zu unterstützen. Saab ist ein unbemanntes Bodenfahrzeug, das mit verschiedenen Waffensystemen ausgestattet werden kann. Maschinengewehre, Raketenwerfer und andere Waffensysteme ermöglichen Saab, effektiv gegen feindliche Ziele vorzugehen. Es kann ferngesteuert oder autonom Angriffe auf Ziele ausführen. Saab ist besonders wichtig in Kriegsgebieten und Minenfeldern. Es verfügt über fortschrittliche Sensoren und Technologien zur Erkennung und Entschärfung von Minen. Saab kann auch in der elektronischen Kriegsführung eingesetzt werden, um feindliche Kommunikationsleitungen zu stören, Signale zu blockieren und gegnerische Systeme zu deaktivieren. 8. Hanser FNSS. Hanser ist ein unbemanntes Bodenfahrzeug, das mit modernen Sensoren ausgestattet ist. Mit hochauflösenden Kameras, Nachtsichtgeräten und Wärmebildsensoren kann es Aktivitäten hinter feindlichen Linien beobachten und unabhängig von Tag- oder Nacht-Aufklärungsmissionen durchführen. Auf diese Weise sammelt es in Echtzeit strategische Informationen über Ziele und übermittelt diese an die Kommandozentrale. Hanser ist eine Plattform, die mit integrierten Waffensystemen gezielte Angriffe ausführen kann.
Diese Systeme können Maschinengewehre oder schwerere Waffen umfassen, die das Fahrzeug trägt. Dieses Fahrzeug kann per Fernsteuerung kontrolliert oder autonom gegen feindliche Einheiten eingesetzt werden. Es ist sowohl in Verteidigungs- als auch in Angriffsmissionen effektiv einsetzbar und kann so in Konfliktgebieten für Sicherheit sorgen. Hansa verfügt über die Fähigkeit, feindliche Kommunikationslinien zu unterbrechen und in der elektronischen Kriegsführung eingesetzt zu werden. In elektronischen Kriegsgebieten kann Hansa mit Störsendern oder bei Störungen der Kommunikationsinfrastruktur eingesetzt werden, um feindliche Verbindungen zu blockieren. 9. Aslan Azizan. Aslan ist ein Fahrzeug, das mit zahlreichen Sensoren und Kameras ausgestattet ist. Hochauflösende Kameras, Wärmebildkameras und Nachtsichtsysteme ermöglichen es Aslan, sowohl bei Tag- als auch bei Nachtaufklärungsmissionen durchzuführen. Dank der integrierten Waffensysteme kann Aslan effektiv gegen feindliche Ziele vorgehen. Aufgrund seines modularen Designs können verschiedene Waffensysteme integriert werden, darunter Maschinengewehre oder schwerere Waffen. Aslan kann per Fernsteuerung bedient werden und autonom Angriffe auf Ziele ausführen. Aslan ist in der Lage, mit anderen unbemannten Bodenfahrzeugen, UGVS, koordiniert zu arbeiten. Mit der Technologie der Schwarmintelligenz können mehrere Aslan-Fahrzeuge gleichzeitig an einer Operation teilnehmen und durch Aufgabenverteilung effizientere Ergebnisse erzielen. 10. Kapgan Hafilsan. Kapgan ist mit fortschrittlichen Bildgebungs- und Sensorsystemen ausgestattet. Hochauflösende Kameras, Nachtsichtsysteme und Wärmebildsensoren machen Kapgan ideal für Aufklärungs- und Informationsbeschaffungsmissionen. Diese Sensoren ermöglichen es Kapgan, Aktivitäten hinter feindlichen Linien zu überwachen und sowohl bei Tag- als auch bei Nachtaufklärungsmissionen durchzuführen. Mit den integrierten Waffensystemen kann Kapgan effektiv gegen feindliche Ziele vorgehen. Dank seines modularen Designs kann es mit verschiedenen Waffensystemen ausgestattet werden, darunter Maschinengewehre, Raketenwerfer oder schwerere Waffen. Kapgan nutzt die Schwarmintelligenztechnologie, um koordinierte Operationen mit mehreren unbemannten Bodenfahrzeugen durchzuführen. Mehrere Kapgan-Fahrzeuge können gleichzeitig auf ein Ziel hinarbeiten, Aufgaben teilen und so ihre Missionen effizienter und schneller abschließen. 11. Tulpar Tuzas. Tulpar kann hinter feindlichen Linien sowohl bei Tag- als auch bei Nachtaufklärungsmissionen durchführen und kritische Geheimdienstinformationen sammeln. Dank seiner Sensoren ermöglicht Tulpar die Erkennung feindlicher Einheiten, die Analyse des Geländes und das Sammeln detaillierter Informationen über die Umgebung. Tulpar spielt eine wichtige Rolle bei Grenzsicherungs- und Patrouillenmissionen. Es kann autonom vordefinierte Routen abfahren und Sicherheitsbedrohungen erkennen. Mit seinen modularen Waffensystemen kann Tulpar effektiv gegen feindliche Ziele vorgehen. Maschinengewehre, Raketenwerfer und andere Waffen können dank seines flexiblen Designs integriert werden. Tulpar kann sowohl in geschlossenen als auch in offenen Gebieten gezielte Angriffe durchführen. Darüber hinaus wird es bei der Minenerkennung und Beseitigung eingesetzt. Mit seinen fortschrittlichen Sensoren kann Tulpar explosive Vorrichtungen und Landminen auch in schwierigen Geländeabschnitten erkennen und diese entschärfen, ohne menschliches Leben zu gefährden. 12. Bos FNSS. Bos kann sowohl bei Tag als auch bei Nacht feindliche Aktivitäten überwachen, Veränderungen in der Umgebung erkennen und die gesammelten Daten in Echtzeit an das Hauptquartier weiterleiten. Dadurch können strategische Entscheidungen auf der Grundlage aktueller Informationen getroffen werden. Bos kann auch in bewaffneten Interventionen und Angriffen eingesetzt werden. Dank seiner modularen Waffensysteme kann es Maschinengewehre, Raketenwerfer und andere Waffen tragen. Es kann ferngesteuert oder autonom Ziele angreifen, was sowohl in Verteidigungs- als auch in Angriffsmissionen eine hohe Vielseitigkeit bietet. Bos ist auch für elektronische Kriegsführung geeignet. Es kann Kommunikationsleitungen des Feindes unterbrechen, Signale stören und deaktivieren. Mit Schwarmintelligenz, Swarmintelligenze, kann Bos koordinierte Operationen mit mehreren unbemannten Bodenfahrzeugen durchführen. Mehrere Bos-Einheiten können gemeinsam auf ein Ziel hinarbeiten und durch Aufgabenverteilung effizientere Operationen ausführen. Die unbemannten Bodenfahrzeuge der Türkei revolutionieren weiterhin die Verteidigungsindustrie. Diese Fahrzeuge transformieren nicht nur moderne Kriegstaktiken, sondern setzen auch die Sicherheit der Soldaten in den Vordergrund und führen lebenswichtige Aufgaben aus.
Von Aufklärung und Angriff bis hin zu logistischer Unterstützung und Minenräumung spielen diese Fahrzeuge in vielen kritischen Missionen eine aktive Rolle. In der Zukunft werden sie auf den Schlachtfeldern eine noch größere Bedeutung erlangen. Wenn Sie die spannenden Entwicklungen in der türkischen Verteidigungstechnologie weiterverfolgen möchten, abonnieren Sie unseren Kanal und geben Sie unserem Video ein Like. Teilen Sie uns auch Ihre Gedanken in den Kommentaren mit. Wir sehen uns im nächsten Video. Bleiben Sie gesund und sicher.